Eis und Fels. Fels und Wasser. Fels im Wasser gewachsen, von Wasser zernagt. Wasser und Wälder, das Salzkammergut. Eine elementare Landschaft und dennoch ein Kulturland ohnegleichen. Ein Fluss in Fels gefasst, schimmernd wie ein Kristall. Das ist der wilde Weg des Wassers, vom Dachstein zur Donau. Das Salzkammergut, heute Österreichs und Europas Mitte. Doch als der Gipfelfels noch Meeresboden war, verlief hier der Rand des Kontinents. Wie das Gipfelgestein ist auch der Gletscher Schicht für Schicht gewachsen. Und Schicht für Schicht schwindet beides wieder dahin. Ein wärmeres Klima macht das Eis zu Wasser und weiches Wasser löst harten Kalk. Der Kalk im Gegenzug macht das Wasser hart. Seit Jahrmillionen laugt es diese Massive aus. Den Dachstein, das tote Gebirge, die Salzkammergutberge. Unablässig strömt kaltes Schmelzwasser über Kalk, der sich einst in einem warmen Meer abgesetzt hat. Je kälter das Wasser, desto aggressiver erodiert es dieses Gestein, schafft bizarre Formen und lässt am Ende ganze Gebirge verschwinden. Am Fuß dieser Karststöcke tritt es zutage, nachdem es oft monatelang durch enge Klüfte und riesige Hohlräume geflossen ist. Niemand kann genau sagen, wie viele solcher Quellen im Salzkammergut sprudeln, denn manche fließen nur für einige Stunden oder Tage im Jahr, andere nur alle paar Jahre einmal. Nach der langen Reise durch den Berg fehlt dem Quellwasser Sauerstoff. Hier kann keine Forelle leben. Sobald das Wasser durch Schluchten wirbelt und über Felswände stürzt, nimmt es gierig Sauerstoff auf. Aus 1000 Quellen speist sich die Traun. Hier, am Kammersee, ist der Ursprung ihres wichtigsten Quellflusses. Der Kammersee ist der kleinste der ersten drei Seen, die die junge Traun durchfließt. Tosender Sturzbach, stiller See, mächtiger Fluss. Verschiedener könnten die Teile dieser Wasserwelt nicht sein. An wenigen Stellen ist der Rand des Sees flach und so seicht, dass Sonnenlicht den Grund erhellt. Und nur in dieser Zone gedeiht Leben. Und nur diese enge Zone des tiefen, dunklen Toplitzsees steht im Austausch mit der luftigen Welt oben. Warme Feuchtluft vom Atlantik stößt an die Felsenbarriere des Alpenrandes, wird an ihr hochgedrängt, kühlt ab und verliert dabei ihre feuchte Fracht. So holt sich der Berg selbst sein Wasser vom Himmel. Sind die riesigen Hohlräume im Berginneren zum Überlaufen gefüllt, schießen mitten aus den Felswänden gewaltige Wasserfälle.
Ein Bergwald mit Ebbe und Flut. Im Rhythmus von Azoren hoch und Island tief. Kein anderes Gebirge Europas ist dermaßen ausgehöhlt. Hier finden sich die längsten und tiefsten Höhlen der Alpen. Der Fels ist glatt wie Fischhaut, geschliffen von den Wassermassen, die immer wieder mit riesigem Druck und enormer Geschwindigkeit durch diese gewaltigen Arterien strömen. Den Abstieg in diese ewig feuchte Welt kann man nur riskieren, wenn draußen ein stabiles Hoch das Wetter beherrscht. Mit jedem ausgiebigen Regen verändern sich diese Räume. Enge Passagen weiten sich, weite Gänge werden verblockt. Geröll schießt durch die Kanäle wie schweres Trommelfeuer, sogar senkrecht nach oben. Als Lohn das Dachsteinpanorama. Zum Weinen schön. Die Wendung stammt gewiss von hier, wo einem das Glitzern von Gletscher und See ständig das Wasser in die Augen treibt. 76 Seen hat das Salzkammergut. Einige tief, alle still. Gar nicht still gebärden sich ihre Zu- und Abflüsse. Die wilden Bäche verbinden einen See mit dem anderen und letztlich alle mit der Traun. Die engen Schluchten bilden eine Welt für sich, mit eigenem Klima und einer speziellen Tier- und Pflanzengesellschaft. Der Weg des Wassers ist oft der einzige durch dieses steile, zerklüftete Gelände. Es ist der Weg des geringsten Widerstandes. So sehr er sich auch windet und verbirgt, das Wasser findet ihn immer. Nicht oft ist hier die Strömung so ruhig, das Wasser so klar wie eben jetzt. Binnen Minuten können diese Schluchtbäche ihre Wassermenge und Wucht vervielfachen, brüllend und baumhoch ansteigen. Wie hoch und wie oft, das zeigen die nackten, ewig feuchten Wände. Dann donnern nicht nur die Wasser zu Tal, sondern auch Massen von Geröll und Treibholz. Das Salzkammergut brauchte einst Unmengen Holz. Holz für den Bergbau und um riesige Solepfannen zu befeuern. Doch selbst als die Bergwälder noch ausreichend Rohstoff boten, war es kein leichtes, ihn aus dieser unwegsamen Gegend zu bergen. Man lernte vom Wasser. Aber weil es nicht immer genau dann genug davon gab, wenn man es brauchte, baute man in den Schluchten sogenannte Klausen. Unter einem solchen Stauwerk wurde im Bachbett die Fracht aufgeschichtet. Oftmals Berge von Baumstämmen. Der Durchfluss blieb einige Stunden lang dicht. Es gab unzählige solcher Klausen in den Schluchten des Salzkammergutes. Die letzte noch erhaltene ist die Korinski-Klause. Dann hieß es warten. Und das war wie die angespannte Ruhe vor einer Sturmflut. Die Korinski-Klause fasst das Volumen von 10 olympischen Becken, 75.000 Kubikmeter.
Mit langen Haken beziehen die Flözer ihre Positionen in der Schlucht. Sie müssen dafür sorgen, dass sich die Stämme nicht verkeilen und kein gefährlicher Rückstau entsteht. Dies ist ein historischer Tag. Die letzte noch funktionierende Klause wird zu Schauzwecken zum allerletzten Mal aufgeschlagen. Dann ist das Flözen endgültig Geschichte. Einst wurden mit dem Schwall tausende Stämme auf einmal durch die Klamm gespült. Benutzten diese Männer das Wort verklemmt, dann meinten sie, was hier auf keinen Fall geschehen durfte. Hinter einem Stau wuchs der Druck bedrohlich an. Wer hier ausglitt und stürzte, war hoffnungslos verloren. Aber auch früher war das Leben hier nicht nur harte Arbeit. Wenn nach 7 unwirtlichen Monaten endlich der Frühling Graben für Graben erobert, ist es Zeit für ein Fest. Und die Bergwiesen sind die ersten, die sich in Festtracht kleiden. Die bodenständige Tradition des Ausseer-Narzissenfests im Mai hat uralte, weit verzweigte Wurzeln. Vom antiken Rom bis ins alte China, vom Reich der Pharaonen bis in die muslimische Kultur. Mohammed selbst war von der zarten Schönheit der weißen Sterne angetan. Brot nährt den Leib, schrieb er. Doch die Narzisse nährt die Seele. Der Grundlsee ist schon der dritte See, den die Traun durchfließt. Aber ihre Wasser gehören von den Ursprüngen an zu den prägenden Zutaten örtlicher Kultur. Das gilt selbst für die Unterwasserwelt. Dutzende Insektenarten und Milliarden Individuen beginnen ihren Lebenszyklus im Geröll des Flussbetts. Im Mai verlassen die ersten Steinfliegen nach 1-2 Jahren das Wasser und machen sich bereit für den Jungfernflug in eine völlig andere Welt. Kaum irgendwo sonst wird man so vielen erwachsenen Männern begegnen, die mit ungewöhnlichem Interesse Insekten studieren, wie hier entlang der Traun. Seit 1,5 Jahrhunderten bringt diese Region Meister einer Kunst hervor, die exakte Naturbeobachtung, Kreativität und feinstes Handwerk miteinander vereint.
Hier geht es zu wie in einer Goldschmiedewerkstatt. Was da kunstvoll kreiert wird, könnte man tatsächlich für originellen Modeschmuck halten. Auch dieses Rohmaterial ist nur mit Gold aufzuwiegen. Schwanzfedern speziell gezüchteter indischer Hähne. Der Meister betrachtet sein Werk mit den Augen eines Fisches. Aus dessen Sicht nämlich muss das filigrane Gebilde verlockend wirken. Vieles driftet den Bach hinab. Aber nur weniges ist von Wert, aus der Sicht einer Forelle. Was einen Flossenschlag wert ist, muss blitzartig erkannt und erjagt werden. Sonst ist es unwiederbringlich dahin. Das Spiel zwischen dem da oben und denen da unten. Es beruht auf Täuschung. Ob Forelle oder Aalrute, das Gesetz der Strömung prägt das Leben aller Flussbewohner. Die Forelle ist standorttreu. Genau wie sie kennt auch der Fliegenfischer jede Stelle dieses Reviers. Die Strömungen und Strömungsschatten, wann und wo welche Insektenart aktiv ist und wo die großen Fische stehen. Selbst auf 20 Schritt trifft er mit seiner kunstvollen Fliege eine nur handtellergroße Stelle. Das lernt man nicht an einem Tag. Fliegenfischen ist ein Spiel mit ritterlichen Regeln und ohne Widerhaken. Und meist gibt es keinen Verlierer. Die Summe dreier Quellflüsse gehört zum reizvollsten, was die Alpen an Wildwasser bieten. Nicht nur für Fliegenfischer, auch für die Konkurrenz. Auch das sind Meister. Die Koppentraun ist kein Fluss für Anfänger. Zwischen Paddlern und Fischern klemmt es zuweilen. Und manchmal kracht es auch etwas unelegant. Versteht man aber nicht nur den Fluss, sondern auch einander, so finden sich durchaus elegante Lösungen. Die Koppentraun fließt mitten durch einen riesigen, von ihr selbst ausgebreiteten Schuttfächer zwischen Krippenstein und Saarstein in den Hallstätter See. Sie mündet direkt gegenüber von Hallstatt. Seit fast drei Jahrtausenden gibt es auf diesem engen Fleckchen Erde zwischen See und Berg eine Ansiedlung. Hallstatt ist das älteste Salzbergwerk der Welt und Weltkulturerbe. Bis ins 19. Jahrhundert erreichte man den Ort nur zu Wasser oder über Saumpfade. Auch am Abfluss des Hallstätter Sees gab es eine Klause. Hier wurde Fahrwasser für Flöße und Schiffe aufgestaut, die dann den Schwall nutzten. Die Traun ist in diesem Abschnitt immer noch schnell und noch immer nicht tief. Jedes Frühjahr ziehen in den Nebenflüssen der Donau Schwärme von Näslingen stromaufwärts. Näslinge oder Nasen
gehörten einst zu den häufigsten Fischen des Alpenvorlandes. Heute gelten sie als akut bedroht. Aus den meisten Flüssen sind sie verschwunden, weil Dämme ihre Zugrouten versperren und ihre Weidegründe verschlammen lassen. Und weil die meisten Laichplätze zerstört sind. Die Nasen sammeln sich an seichten Stellen zur Massenpaarung und Eiablage. Männliche und weibliche Tiere schimmern zur Paarungszeit rötlich. Jedes weibliche Tier legt bis zu 100.000 Eier ab. Dann kehrt der Schwarm wieder in sein Heimatgewässer zurück. Ein Fluss ohne Wasser? Nicht ganz. Das Wasser fließt hier unsichtbar unter der Oberfläche. Nur selten steigt es darüber hinaus. Wenn auch oft genug, um die Schottermassen frei von Bewuchs zu halten. An den Rändern solch entlegener Gräben blühen seltene Wildblumen, wie der Frauenschuh. Und das nur, weil kaum ein Mensch zu diesen stillen Plätzen vordringt. An heißen Tagen könnte man meinen, man habe sich ins dürre Hinterland Dalmatiens verirrt. Stünden da nicht die vergänglichen Gewölbe der Eiskapellen? Bizarre Lawinenreste, die den unsichtbaren Fluss beinahe den ganzen Sommer nähren. Auch hier nichts als Fels und Eis und Wasser. Der Firn alter Schneewächten am Nordrand der Wälder schmilzt zuletzt dahin. Das Wasser ist eisig, aber es brodelt. Hunderte Grasfrösche drängen sich für ein paar Tage in der kleinen Lache. Im Bad kommt man sich schnell näher. Das Treffen, ein echter Höhepunkt des Jahres, dauert nur ein, zwei Tage. Da will man keine Zeit verlieren und erledigt vieles zugleich. Kalte Hände? Kein Problem bei so viel Leidenschaft. Wer da noch Männchen und Weibchen unterscheiden kann, muss schon sehr genau hinsehen. Und so genau will es offenbar auch keiner wissen. Bald ist der Tümpel randvoll mit aufgequollenem Froschlaich. Die Galerthülle wirkt wie ein Treibhaus und erwärmt das Eiswasser auf bis zu 30 Grad. Für die Erzeuger ein wahres Wechselbad. In wenigen Wochen wimmelt es von Kaulquappen, die zunächst mit Kiemen atmen. Ihre Entwicklung muss abgeschlossen sein, bevor der Tümpel austrocknet. Und das ist eine Wetterfrage. Frösche sind Lungenatmer. Sobald die winzigen Jungtiere fertig entwickelt sind, können sie ihre nasse Wiege verlassen. Salz, Wasser und Holz. Das waren die drei Säulen, auf denen jahrtausende lang der Reichtum des Salzkammergutes ruhte. Schön ist er gefallen, ah, super. Weißt du, schön. Hunderte Holzknechte arbeiteten einst in den Wäldern um die Traun, fernab von jeder menschlichen Behausung. Wochenlang lebten die Männer in den Bergen, in einem rauen, oft nassen Klima. Sobald man einen neuen Schlag eröffnete, war für eine trockene Unterkunft zu sorgen. Denn das ist die regenreichste Gegend Österreichs. Das Baumaterial war da, geliefert vom ersten gefällten Baum. Wer die Handgriffe beherrschte, bezog schon am ersten Abend ein neues Sommerhäuschen am Flussufer. Einen sogenannten Duck. So manches Holzfällerlager hatte sogar eine Feldschmiede. Was man an Eisenteilen brauchte, wurde direkt vor Ort erzeugt. Werkzeuge etwa, Nägel oder Klampfen für den Bau von Flößen.
Feldstraßen gab es seinerzeit noch keine. Alles Holz musste zum Abtransport ans Wasser. Ab dem Hallstätter See war die Traun mächtig genug, um Flöße, später auch Kähne zu tragen. Haselruten hielten die Stämme zusammen. Eisen wurde nur sparsam gebraucht. Jahrhundertelang glitten alljährlich tausende Flöße die Traun hinunter, oft bis an die Donau und manchmal weiter bis ans Schwarze Meer. Meist war das Fahrzeug zugleich auch die Fracht. Bis zu Beginn der Traunschifffahrt im Mittelalter aber waren Flöße die einzigen Lastfahrzeuge, die Waren aus dem Salzkammergut ins Donautal und Richtung Böhmen lieferten. Für Flöße ist der Fluss freilich eine Einbahn. Selbst die Traunboote waren noch lange Zeit Einwegfahrzeuge. Als jedoch Holz knapp wurde, schleppte man schließlich die Boote wieder flussaufwärts. Dafür waren gewaltige Ufer und Flussbauten nötig. Treppelwege für Pferdegespanne und Buhnen, die die Strömung lenkten und für gutes Fahrwasser sorgten. Reste solcher Bauten findet man noch in den Staubereichen der Kraftwerke. Heute finden hier Dreikantmuscheln sicheren Halt. Einst mögen sich hier Flößer und Schiffer wilde Wirtshausraufereien geliefert haben. Heute ziehen lautlos riesige Hechte ihre Runden durch das Gemäuer. Die Staustufen der Traun bieten ihnen den ruhigen, fast strömungsfreien Lebensraum, den sie im freien Fluss nicht finden. Einst wurden die typischen robusten Traunboote mit ihrem hochgezogenen Bug in allen Größen in die ganze Monarchie geliefert. Als Prinz Eugen für seinen Türkenfeldzug eine Brücken über die Donau schlagen ließ, setzte er dafür Dutzende riesiger Trauner ein. Zunächst baute man einen Bootstyp für den oftmals seichten und schnellen Fluss. Dann aber wurde der Fluss in unzähligen großen und kleinen Schritten für die Schifffahrt umgebaut, bis kein Uferstein mehr auf dem anderen blieb. Wenn die Sonne sich wieder dicht an Gipfel und Grate schmiegt, ziehen an den steilen Abhängen der Seen die Seesaiblinge zu ihren Laichplätzen. Backenstein und Ressen leuchten schon im ersten Schnee. Da zieht es auch die Fischer hinaus zu einer altbekannten Stelle am Grundlsee. Jahr für Jahr begegnen einander Fische und Fische um dieselbe Zeit am selben Ort. Das Laichfischen ist ein uralter Brauch.
Um die Bestände im See zu schonen und die Fischzucht mit frischem Laich zu versorgen, werden einige Saiblinge kurz vor der Eiablage gefangen. Diese Seen sind Relikte aus der Eiszeit. Und auch der Saibling selbst, eine arktische Art, ist ein solches Relikt. Der Saibling gehört wie die Forelle zur Familie der Lachsartigen. Er ist ein besonders edler Speisefisch und wird daher seit langem gezüchtet. Einige große Weibchen werden ausgesucht, ihr Laich abgestreift und künstlich befruchtet. So gelangen weit mehr Eier zur Reife als im See. Ist das Laichfischen vorbei, erscheint an den Ufern bald das erste Eis. Blässhühner werden allmählich von Schwimmern zu Läufern. Weihnachten ist die stillste Zeit im Jahr, heißt es. Und unter dem Eis ist das heute noch so. Ist es frostig genug, dass eine Eisdecke die Seen verschließt, dann wölbt sich über dem Salzkammergut ein strahlend blauer Himmel. Dann und nur dann lässt die Mittagssonne vollgesoffene Schindeldächer triefen. Ein Paradoxon des Seenlandes. Sind aber die Seen offen, wird das Wetter leicht trüb. Zu den originellsten Kulturleistungen dieses Landstrichs zählt man das Hackelziehen. Und doch drängt sich der Verdacht auf, es sei vielleicht ein Plagiat. Das Publikum, ein kleiner Schwarm von Flussbarschen, hat offensichtlich seine Gaudi. Edelkrebse sind selten geworden. Doch hier entlang der Traun senden sie noch kräftige Lebenszeichen. Das nächste Paradoxon bringt der Frühling. Statt wie anderswo vom Süden her, nähert er sich hier von Norden aus dem Donautal und dringt erst langsam süd- und bergwärts vor. Wochen bevor am Oberlauf die ersten Eintagsfliegen schlüpfen, steigen sie aus dem Mittel- und Unterlauf hoch. Die Larven der Köcherfliege sind Opportunisten. Nicht nur, dass sie sich von jeglichem tierischen Eiweiß ernähren, das ihnen vor die Fresswerkzeuge kommt, ob tot oder lebendig. Sie schaffen es auch, aus unterschiedlichsten Materialien, die der Flussgrund gerade hergibt, Panzer zu bauen, gegen Fressfeinde und wohl auch gegen die Drift. Kaum tanzen Fliegen aller Art über dem Wasser, schwärmen auch wieder die Fliegenfische aus. Jede Jahres- und Tageszeit, jeder Standort und jede Fischart verlangt spezielle Fliegen. Der Meister weiß immer, welche von hunderten Varianten gefragt ist. Hat er die richtige Fliege nicht dabei, wird sie vor Ort gebunden.
Die Traun und ihre Nebenflüsse gehören zu den begehrtesten und exklusivsten Fliegenfischgewässern der Welt. Für den Vater aller Fliegenfischer, den britischen Erfinder Humphrey Davy, Verfasser der Fliegenfischerbibel Salmonia, war die Traun noch ein Geheimtipp. Doch dann schrieb Humphrey Davy ein Buch über seine Wanderungen mit der Angelrute durch das Salzkammergut. Das war schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Seither pflegen Forellen, Saiblinge und Eschen des kristallenen Flusses globale Beziehungen. Dank Humphrey Davys genauer Beschreibung wissen wir, dass sich die Verteilung der Arten in der Traun mittlerweile verändert hat. Durch den schrittweisen Ausbau der Ufer und des Flussbetts für die Schifffahrt, durch Kraftwerksdämme und das Aussetzen etwa von Regenbogenforellen. Aber auch das neue System funktioniert. Die Wasserqualität ist gut und der Fischbestand verjüngt sich auf natürliche Weise. Deutliches Indiz eines gesunden Flusses ist nicht nur die Anwesenheit von Fliegenfischern, sondern auch fliegender Fischer. Nicht viele Menschen in Österreich haben jemals so ein fliegendes Juwel in freier Wildbahn gesehen. Doch wem der Anblick eines Eisvogels gegönnt ist, vergisst ihn zeitlebens nicht. Die immer wieder unterspülten und abbrechenden Uferböschungen, die der Eisvogel für seine Niströhren braucht, sind ebenso rar geworden wie waldgesäumte Flussstrecken und klare Gewässer mit einem reichen Angebot an Jungfischen. Der fünfte, letzte und größte See, den die Traun durchfließt, bevor sie aus dem Gebirge ins Hügelland tritt, ist nach ihr benannt. Der Traunsee. Seine Ufer boten weit mehr Platz für die Siedlungen der Menschen. Und sie erfreuen sich vor allem, seit der kaiserliche Hof die österreichische Tradition der Sommerfrische begründete, trotz ihrer Kleinheit großer, klingender Namen. Schlossort, Bad Ischl, Gmunden. Hat die Traun mal die Berge hinter sich, fließt sie breiter und träger dahin. Und doch reicht die Gefälle auch hier noch für einige Staustufen. In den kilometerlangen Staubereichen ist das Wasser tief und ruhig und seine Oberfläche erwärmt sich stärker als auf den Fließstrecken. Hier werden die Fische größer als in der Strömung. Das Nahrungsangebot ist weitaus üppiger und der Energieverbrauch geringer. Diese Hechte sind kapitale Burschen, gut einen Meter lang und bis zu 10 Kilogramm schwer. Sie stehen, sobald sie ausgewachsen sind, an der Spitze der Nahrungskette. Ihre Größe und Zahl zeigt an, dass sich auch der Rest der Kette zu einer ansehnlichen Biomasse addiert. Das Kraftwerk Siebenbrunn ist seit 1922 in Betrieb. Hier läuft bis heute die erste Kaplan-Turbine der Welt. Dieses Kraftwerk steht an der letzten Geländestufe und Engstelle der Traun, am Traunfall bei Steiramühl. Hier wird das Traunwasser ein letztes Mal gründlich aufgemischt und mit Sauerstoff angereichert. Das Wasser der Traun treibt mehr als 2 Dutzend Kraftwerke an. Und die versorgen insgesamt 200.000 Haushalte. Das ist Strom für 600.000 Menschen. Fast 3-mal so viel wie die Bevölkerung der Stadt Linz. Das Innenleben des Kraftwerks Gschröf aus dem Jahr 1888 ist kein Industriemuseum. Die Holzzahnräder an den Turbinenwellen dienen immer noch als Sollbruchstellen und werden regelmäßig in alter Manier ersetzt.
Kein Fisch kann eine solche Stufe stromaufwärts überwinden. Damit Fische auf ihren Wanderungen das Hindernis umgehen können, versah man etliche Kraftwerke mit sogenannten Fischleitern. Wandernde Fische können hier Stufe für Stufe eine Reihe durchströmter Becken für den Aufstieg nutzen. Jedes Becken bietet einen strömungsarmen Bereich, in dem sich der Fisch erholen kann, bevor er die nächste, nicht allzu hohe Hürde nimmt. Diese künstlich angelegte, doch längst eingewachsene Aufstiegshilfe gleicht aus der Sicht der Fische einem natürlichen Gerinne. Lässt der Kraftwerksbetrieb genügend Wasser übrig, donnert die Traun über den immer noch naturbelassenen Teil des Traunfalls in eine tiefe Schlucht. Zwischen bemoosten Konglomeratfelsen lebt dann die wilde Flussromantik wieder auf. Hier spürt man zum letzten Mal die unbändige Energie, die diesem Fluss innewohnt. Doch schon ein kleines Stück flussabwärts hat sich die Traun ausgetobt. Hier ist sie am tiefsten, am stillsten, am klarsten. Bei Trockenheit im Sommer oder starkem Frost im Winter wird der stille Fluss hell wie ein Kristall. Dann lässt diese Traumwelt die andere Welt da oben völlig vergessen. Sie ist tatsächlich ganz anders. Die Traun mündet im Stadtgebiet von Linz in die Donau. Und dennoch bleibt sie bis zum Ende ein Stück Wildnis. Die Traunauen an der Donau sind streng geschützt. Trotz der Nachbarschaft zu Schwerindustrie und Siedlungsräumen wird hier eine Erinnerung an ursprüngliche Natur bewahrt. Eine kleine Insel nur, gewiss. Ein winziger Rest einst ausgedehnter Auwälder. Und gerade deshalb von unschätzbarem Wert als letzter Lebensraum bedrängter Arten. Von hier aus kann sich das Leben in den Flüssen immer wieder regenerieren. Wasservögel finden hier ausreichend Nahrung, Zuflucht und Brutplätze. Allein die Schönheit solcher Orte wäre Grund genug, sie zu erhalten. Aber selbst wer die nicht wahrnimmt, muss wissen, hier werden auch die Wasserreserven einer Stadt geschützt. Die Au ist sozusagen multikulturell. Signalkrebse, bewusst ausgesetzt oder aus Zuchtbetrieben entkommen, stammen aus Amerika, sind aber längst in vielen Fließgewässern rund um die Alpen eingebürgert. Die Au, der letzte Dschungel Europas. Unter Wasser ebenso wie darüber. Wo auch immer Sonnenlicht bis ins unterste Stockwerk dringt, wuchert der Unterwuchs. Dichtes Grün füllt jede Lücke. Hier kann sich die Natur ohne Eingriff von außen völlig frei entfalten. Wo, wenn nicht in der Au, erschließt sich der unbezahlbare Wert ungenutzter Natur.
Die Grundwasserströme von Traun und Donau mischen sich schon lange vor der Mündung. Aber erst hier wird sichtbar, was das Salzkammergut zum Wasserhaushalt des Landes beiträgt. Wasser. Reines Wasser. Das ist einer der Schätze dieses Landes. Somit ist das Salzkammergut eine wahrhaft überquellende Schatzkammer Österreichs. Kanada mag ja größer sein. Aber es liegt auch mehr als eine Stunde hinter Linz. Das Ende und den tiefsten Punkt eines gar nicht so langen Laufs. An so einem Herbsttag könnte man, zurückblickend, von der Donau aus, den Dachstein sehen. Vorausblickend, das nächste Frühjahr. Den nächsten Algenwald, der aus den bunten Blättern wachsen wird. Gleich im Anschluss entdecken wir ein weiteres Flussparadies im Wechsel der Jahreszeiten. Den Kamp. Gleich hier in Dreisat.